So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das nächste Wundertüten-Video. Aber eins kommt heute noch. Aber schaut mal, die brandneuen und aktuellen Playmobil winterliche Wundertüten. Nummer 1 für 5 Euro. Ja, 5 Euro ist eine Hausnummer. Es gibt nur 2 Magazine, 2 Figuren drin. Und die Figuren seht ihr hier vorne schon, die drinne sein können. Es ist ziemlich, ja, Weihnachtszeit, prinzessinhaftig, Engel. Ich glaube, das ist der Engel, den wir voriges Jahr auch drinne hatten. Ich weiß es nicht. Da habe ich ja auch zur Weihnachtszeit auch diese Playmobil-Wundertüten aufgemacht. Ja, da hießen sie anders. Aber die sind cool. Die eigentlichen Figuren sind cool. Wenn ihr euch so eine Grippe baut vom Playmobil, sind schöne Zahlen. Oder woanders bei, wenn man davon ganz viel hat. Ich sag mal so, gibt gewisse Themen, die ich cool finde. Da gehört Ghostbusters dazu, Zurück in die Zukunft. Es sind so Sachen, aber es sind Kultsachen. Aber zu Weihnachten hin, so Engel und sowas, sieht immer schön aus als Deko. Das ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz habe ich euch hier 3 brandneue mitgebracht. Pro Wundertüte 5 Euro. Und was da hauptsächlich jetzt immer drin ist, das sehen wir. Also wenn ich 3 Stück aufmache, die Figur ist immer drin, dann wird die auch wahrscheinlich immer da drin sein. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare. Kennt ihr die Wundertüten schon? Habt ihr euch auch schon 1 oder 2 oder mehrere gekauft? Hattet ihr denn immer das Gleiche drin wie ich jetzt gleich oder was anderes? Ihr kennt das ja, Prozedere, aber nichtsdestotrotz möchte ich auf jeden Fall haben. Was Einhorn weniger. Sonst, da die 3-mal, das reicht. Aber nichtsdestotrotz öffnen wir jetzt die erste Wundertüte. Das ist, Rückseite, Barbie. Vorderseite. Ey, das ist die Eiskunstläuferin. Ja doch, die ist hier ganz unten abgewürdet. Die Eiskunstläuferin. Okay. Da sage ich jetzt nicht zu. Zu Weihnachten. Bin ich ehrlich, gefällt sie mir nicht. Die Eiskunstläuferin. Ist so. Hätte ich lieber eine Prinzessin. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Rückseite, irgendwie so feenlastig. Dann ist auf der Vorderseite, das Einhorn. Oh, ist ja gar kein Einhorn. Fliegendes Pferd. Aber sieht witzig aus. Das hat so einen Glitzereffekt. Sehe ich gerade. Erste Wundertüte. Schlittschuhläuferin. Fliegendes Pferd. Nicht wirklich, was ich brauchte. Also, dieses Teil haben wir, dieses Teil. Ich will sie haben. Und die hier vorne in weiß, die geht auch noch. Aber, wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Rückseite hatten wir gerade schon. Die Eiskunstläuferin. Ich ahne Böses. Jawohl. Das Pferd. Das Pferdchen. So, ich weiß jetzt schon, wo ungefähr die Reise hingeht. Ich weiß es schon. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt die 3. und letzte Playmobil winterliche Wundertüte Nummer 1 für 5 Euro für heute. Für heute. Weil da kann sein, dass ich noch 1-2 Videos mache. Mal gucken, was ich ziehe nächstes Mal. Aber ich möchte sie unbedingt haben.
Die sieht richtig cool aus. Aber ihr wisst, wo die Reise hingeht. Und deswegen an euch. Wenn ihr euch schon mal eine gekauft habt, was hattet ihr drin? Auch das fliegende Pferd und die Eiskunstläuferin. Oder wenigstens was richtig Cooles. Das ist die coolste. Die will ich mindestens einmal haben. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt die dritte und letzte Playmobil von der Tüte. Oh, schaut mal. Schon lange nicht mehr gesehen, die Rückseite. Eiskunstläuferin des Grüßen. Ja, wer hätte es anders erwartet? Ein fliegendes Pferd. So, ihr habt es jetzt gesehen. Drei Wundertüten von den neuen Playmobil weihnachtliche Wundertüten aufgemacht. Dreimal das gleiche oder dasselbe drin. Das bedeutet, ihr wisst es, ich weiß es jetzt, wohin die Reise geht, was immer drin sein wird wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, ich versuche natürlich irgendetwas von Playmobil hier unter ein Video zu verlinken. Sicher und bequem auf jeden Fall. Günstiger zurzeit auch noch, aber alles andere müsst ihr selber entscheiden. Aber das Wichtigste ist natürlich eure Meinung über diese Wundertüte. Und hattet ihr mal das Gleiche drin? All das könnt ihr, sollt ihr posten. Für mich und alle anderen natürlich. Und das Allerwichtigste natürlich ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.